Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ihr seht, ich werde angestrahlt von der Sonne. Die Sonne, die lacht schon aus allen Ecken und Kanten. Ja, wir machen Frühstück und zudem lassen wir die Heizung mal frei brennen. Das sollte man auch immer regelmäßig mal tun. Ja, Frühstück. Wir machen nämlich Brötchen und zwar in der Pfanne. Das heißt, ja, einige kennen das schon. Einfach ein Gitter da rein, dass die unten auf dem Boden nicht direkt ansetzen, die Brötchen. Und dann kann man die Brötchen drauf tun und wie im Omnia das aufbacken. Die Pfanne ist zwar teurer, aber ja, ich sag mal so, Pfanne brauchst du sowieso und Omnia ist nur zusätzliches Gewicht. In der Pfanne geht das wunderbar. Ja, deswegen, wir werden jetzt gleich frühstücken. Dann gibt es noch gleich Rührei mit Schinken und so weiter. Schon vorbereitet. Das muss dann noch gebraten werden gleich. Und ja, jetzt warte ich erstmal, bis das Wasser heiß ist und dann geht's weiter. Von mir natürlich auch ein Moin. Wir sind ja Ecke Hamburg, auch wenn wir gerade in Schleswig-Holstein sind, aber wir werden frühstücken und dann geht es wieder für uns zurück nach Hamburg, weil das ist ja im Endeffekt das Thema dieses Vlogs. Ja, wichtig natürlich, ab und zu müsst ihr die Brötchen drehen, ist aber beim Omni eigentlich genau dasselbe. Also eigentlich, wir sind froh, wie gesagt, Stefan wollte zwar immer ein Omni, aber ich sage, nein, 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 brauchen wir nicht, ist wohin damit und alles so ein Blödsinn. Und das. Und er hat recht. Ui! Das, und das auf Video, das muss ich mir, das werde ich mir ausschneiden, direkt, dass ich das immer wieder auf mein Handy habe. Falls er mal wieder sagen kann, nee, 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 hier, er hat gesagt, ich habe recht. Ja, gute Trubelheiterkeit hier draußen schon, weil hier geht es Richtung Deich und da ist immer Hundespaziergänge. Ja, und wie gesagt, ihr seht, es ist richtig hell da draußen, Klärchen direkt da. Und deshalb werden wir heute noch einen schönen Tag in Hamburg haben. Aber erstmal Frühstück, hat Stefan schon gesagt. Und deshalb sagen wir Mahlzeit. Guten Hunger. Yeah, Applaus, yippie! Wir haben es nicht so weit geschafft wie mit dem anderen Auto. Unfassbar! Fiat, Glanzleistung, auch dieser Wagen hat den Partikelfiltersensor. Gehen wir davon aus. Er hat auf jeden Fall wieder Motorkontrollleuchte, ist wieder an. Yeah! Ich sag mal so, jetzt muss Fiat auf jeden Fall nicht unbedingt schon wieder anfangen mit Software-Update. Das können sie meinetwegen parallel machen, aber sie sollen gleich diesen blöden Sensor mittauschen. Bei. Das Gute ist, wir haben für nächste Woche eh schon einen Termin, weil nämlich auch dieser Wagen die Reifendruckkontrollanzeige das Problem hat. Also von daher. Wobei die Reifendruckkontrolle lieber öfters. Also diesmal ist es zusammen, das letzte Mal war ja erst Motorkontrolle, da kam der Reifendruck. Richtig, und die Reifendruckkontrolle war auch ein bisschen anders, denn die war nämlich so, dass sie dauerhaft an war und dann hat sie immer den Fehler gehabt und jetzt ist er halt immer ab und zu mal an, also sporadisch. Egal, jetzt lassen wir gleich beides machen. Ich rufe also Montag gleich nochmal an und sage, ey, ihr müsst den Auftrag nochmal erweitern. Genau, kommt noch was dazu. Genau. Das hat natürlich nichts mit Malibu zu tun. Beim letzten Mal, wo haben wir einen Shitstorm bekommen? Hat der Malibu nichts dafür zu tun? Ja, hat's auch nicht, ist Fiat. Haben wir auch verstanden. Nicht mehr, das ist der Ding. So, ja, wir sind Altona am Fischmarkt. Hinter uns ist das Cruise Center. Da ist aber gerade kein Schiff. Da ist nämlich gerade ein Testzentrum oder ein Impfzentrum. Keine Ahnung, was wir da gerade machen. Wir wollen jetzt aber Richtung Fischmarkt laufen. Da nehmen wir euch auf jeden Fall mit. Das soll nämlich jetzt so unsere langsamen letzten Impressionen sein. Verabschieden tun wir uns vom Fischmarkt. Dann gibt es nochmal andere Bilder. Genau. Und jetzt gehen wir erstmal los. Und ja, viel Spaß hier noch ein bisschen am Hamburger Fischmarkt. Und ihr habt einen Vorteil. Soll es nach Fisch riechen, ihr riecht nix. Welch Überraschung hier. Ja, A, es ist windiger als gestern. Und B, da steht schon wieder ein Kreuzfahrtschiff. Da hinten, ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Sonst blenden wir es doch ein. Genau, das ist nämlich die Queen Mary 2. Die ist zufälligerweise auch in Hamburg. Genau, wir wissen auch nicht, ob die heute wieder fährt. Wenn nicht, sollte die tatsächlich heute wieder um 18 Uhr rausfahren. Das werden wir natürlich erleben. Das wollen wir auf jeden Fall sehen. Dann bleiben wir noch da so lange. Sollte das nicht der Fall sein, werden wir euch natürlich berichten, weil wir wollen es noch mal verabschieden. Und vor dem Verabschieden werden wir das euch sagen. So, sonst laufen wir jetzt noch ein bisschen durch den Hafen. Es ist und bleibt einfach das Schönste mit an Hamburg überhaupt, kann man sagen. Und ja, das wollen wir euch zeigen und dann nehmen wir euch mit. Guess I never really had the chance to speak my mind. Never thought you would hear it. Oh, and if you run, baby, I will follow every time. I show you what I'm feeling. You got me going, can't control. Fingers crossed you take me home. So play me all night, hold me tight, keep me in the sky.
be alright. Closer now. Think it's time we try this out. What are you waiting for? What are you waiting for? So keep me moving to the beat of the night till the lights go out. And if you want, baby, I could be the only one. Make up your mind. I know you want it, I know you need it. Come on, show me anything. You got me running, can you feel it? If you let me. Ihr habt gesehen, wir haben die Seiten gewechselt, beziehungsweise sind weg vom Hafen, wo sind wir jetzt hin? Steinwerder Hafen. Genau, also von Hafen in den Hafen. Eigentlich Cruise Center, aber wir stehen jetzt nicht auf dem Parkplatz des Cruise Centers, so ein bisschen, naja, ja, hier an der Seite, ich sag's mal so. Ich sag mal so, wir machen das, was in vielen, was im Harz auch gerne gemacht, Hauptfahrt steht man auch auf den Wiesen und hier, das machen wir auch. Hier gab's ja einen ganz schönen Platz. Den haben sie leider weggemacht, weil sie ja unbedingt meinten, irgendwie Liebherr hier hinzubauen. Genau, und man hat so viel Platz weggenommen, da war richtig, man hätte laufen können. Es wäre können. Hier immer noch genug Platz, um den Parkplatz da wieder gangbar zu machen. Also es ist ja ein Parkplatz, aber er ist halt abgezäunt. Gerade, es ist so ein Highlight, gerade wenn Queen Mary 2, das ist so eine Liebe zwischen Hamburg und dem Schiff und dann machen die so einen Blödsinn. Und man sieht ja, die Leute gucken sich das an. Wir blenden euch mal schöne Bilder aus, Bilder ein. Mhm. Aus Malibu, das ist ja auch dann immer was, ne? Weil wir sind ja Kreuzfahrtcamper und wir haben immer so eine kleine Avignon zur Kreuzfahrt. Selbst wenn wir erst zwei gemacht haben, aber wir wissen, dass da noch welche ist kommen. Trotzdem schön, ja. Wir machen ja die Kreuzfahrten bei uns im... Es ist halt immer irgendwie sowas auch wie Ferne, ne? In die Ferne sozusagen. Genau, Fernweh. Ja, und das hast du halt mit dem Malibu ja auch. Egal wo du bist, fühlst dich immer zu Hause und hast halt dein Heim mit dabei. Ja, gut, und so ist es halt mit dem Kreuzfahrer, dass man halt einfach mal so, ja, guckt, Mensch, ach, schön, die haben's gut, die fahren jetzt auch weg in Urlaub. Genau. Hat immer was mit einer besonderen Sache zu tun. Wobei, die fahren nicht sehr weit weg, denn sie fahren heute los und sind übermorgen schon wieder in Hamburg. Eine Schnuppertour, würde ich mal so, sagen. Genau, so eine kurze Tour. Ich glaube, der Schiffstester wollte eigentlich auch mit dabei sein, aber irgendwie, der ist in Südafrika irgendwie hängen geblieben, keine Ahnung. Matthias findet das Wetter wohl so super toll, dass er da bleibt. Kann ich verstehen. Ja, wir machen jetzt wie immer eine Brotzeit und ja, dann melden wir uns wieder. Stefan will noch ein bisschen was basteln. Der hat auch hier was gebastelt in dem Bereich. Ja, das müssen wir euch mal zeigen. Genau. Es hat hier geklappert wie Sau und naja. Das war so nervig. Wir haben noch ein Klapperding, haben wir noch. Das, ja, das mache ich nachher noch weg. Da bin ich gespannt, wie du das machst. Naja, ich muss es neu einstellen. Das Problem ist, hier muss man alles einstellen. Alles einstellen. Aber jetzt machen wir erstmal was zum Einrollen. Reinfuttern hier. Das muss eingestellt werden. Damit, Mahlzeit. Damit die Klappe hält. So, jetzt haben wir gerade das Video gedreht für nächste Woche. Da gibt es nämlich den Heizungsvergleich. Ich denke mal, der ist ganz fair geworden, finde ich. Ja, ich glaube auch. Also da haben wir jetzt nicht wirklich vorgehalten, weil heißt nicht nur, weil wir eine Wunsch-Dieselheizung haben, dass wir sagen, das ist alles super, alles toll. Es heißt nicht, dass die Gas schlecht ist oder sowas. Nö. Darum ging es nicht. Nein. Also, aber wenn ihr mehr wissen wollt, schaut nächste das. Woche Samstag 17 Uhr auf genau. Unserem Kanal, wisst ihr Bescheid. Ja, so, wir stehen immer noch hier, wunderbar, haben immer noch die Queen Mary 2, die steht genau da. Ja, die ist noch nicht weggefahren oder abgehauen ist auch noch nicht. Das wäre schlimm, weil wir wollen sie beobachten, wie sie abhaut. Wir wollen wirklich auch sehen, dass die hier verschwindet. Ja. In der Zeit hat Stefan nämlich ein bisschen noch gebastelt. Ich habe schon mal ein bisschen Daten gesichert und wie gesagt, jedes Mal, wenn wir unterwegs sind, bastelt er. Und das, was ich gebastelt habe, das blende ich euch mal kurz ein, würde ich sagen. Oder blenden wir euch mal kurz ein. Genau, da hast du was mit Licht gemacht, ne? Richtig. Warum hast du denn das gemacht? Verstehe ich überhaupt gar nicht. Ja, ich habe das Licht nämlich von der Seite rausgeholt, was man im Prinzip jetzt bei uns ja nicht mehr benutzen kann, weil unser Kofferraum ja voll ist. Und habe das im Prinzip nach oben unten gebaut, also nach vorne ran. So, das heißt, wenn wir die Schubladensystem ausziehen oder sowas, dass wir dann auch da Licht haben. Und ich glaube, das geht ganz gut mit einer Lichtleiste. Ja, habe ich, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Ja. Wird noch verfeinert, muss noch mit dem Schalter versehen werden und so weiter. Aber es ist erstmal so das Grobe. Es wird noch verprobt, wie das dann abläuft. Ne? Richtig. Weil auch, glaube ich, das ist noch hinten, muss auf das Kabel wird noch versteckt. Das ist aktuell noch ein bisschen sichtbar. Ja. Aber wir haben wirklich das, da stehen die Stühle und Tische davor.
Wir haben von dem Licht überhaupt gar nichts. Nein. Es war auch so, dass das nachher nur das Licht kaputt geht oder sowas. Das bringt uns auch nichts, weil wir den Tisch im Prinzip da an der Seite reinschieben müssen. Und da ist das halt alles ein etwas enger dann. Und das wäre dann doof. Also von daher umgelegt, gut ist es und fertig. Genau. Ich wollte erstmal gucken, ob das so klappt. Und im Moment würde ich sagen, jo, klappt. Das werden wir nachher auch nochmal im Dunkeln sehen, wenn wir nämlich nach Hause kommen. Genau, das könnte nämlich heute richtig dunkel werden. Ja. Dann hast du noch was gebastelt und zwar, man glaubt es nicht. Also wir sind noch gar nicht in unserem Video Mängel in diesem Malibu. Da kommt es nochmal ein Video irgendwann. Da wird es auf jeden Fall einiges geben. Das hatten wir echt jetzt so nicht gehabt. Wir haben auch jetzt beim Ausbau schon wieder was entdeckt. Mann, man glaubt es nicht. Aber unsere Schubladen hier. Die haben geklappert und geklappert und das war nicht das Besteck. Falls ihr denkt, der Besteck klappert, nee, das war es nicht. Nee, das sind nämlich die Stangen, die da drinnen laufen. Die sind nämlich so lose, dass man, wenn man da dran rumwackelt, dann klappern die nämlich schon. Und wenn man während der Fahrt, das hält man irgendwann nicht mehr aus. Das geht nur klack, 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 klack. Bei den deutschen Straßen, wir haben ja super tolle deutsche Straßen, ist das schon sehr nett. Darf ich da was rausnehmen? Ja, kannst du rausnehmen. Stefan hat einfach nur Schaumstoff genommen. Ja, habe ich ein bisschen eingeschnitten hier an der kleinen Seite und habe die dann im Prinzip dazwischen gesetzt, so dass die Teile da im Prinzip wie in der Führung liegen und das hält auch von alleine, da braucht man nichts weitermachen. Wir können euch da auch mal ein Bild zu einblenden, nochmal wie sie drinnen sitzen und dann klappert es weniger. Ja. Genau. Wir haben noch ein anderes, das ist hier die Glasplatte von dem Kocher. Von dem Kochfeld, das liegt halt leider daran, weil sie sehr am Anschlag ist, also sehr vorne dran liegt und ich muss sie noch mal ein bisschen ein Stückchen zurückschieben, aber das muss ich dann noch mal machen. Also ihr merkt, das Basteln hört hier nicht auf. Es wäre schon, ich überlege gerade, irgendwo einer heißt Bastel. Bastel mit was, im Bastel, im Bastel. Im Bastel, ja, ich weiß aber gerade auch nicht wer. Aber gut, wie auch immer, wir sind auf jeden Fall viel am Einstellen hier in diesem Auto. Das haben wir im alten Auto schon gemacht und das müssen wir halt hier auch machen. Ist halt einfach so. So, jetzt heißt es noch ein bisschen abwarten. Wir haben es jetzt gerade mal 15.08 Uhr. Es kann sein, dass die Mary erst in 4 Stunden abhaut. Das heißt, wir werden hier wahrscheinlich auch noch kochen. Ja, sicherlich. Oder wir werden den Platz wechseln. Wir wissen nämlich noch nicht so ganz, wo wir uns hinstellen, damit wir die Abfahrt sehen. Was uns auch überrascht hat, die MST Magnifica, die ist auf einmal auch da gewesen. Wir wissen nicht, wo die herkam. Wir haben da hingeguckt. Irgendwie als wir hier aufgetaucht sind, haben wir sie noch nicht gesehen. Aber sie steht da. Also genau, vielleicht stand sie auch schon eine ganze Weile da. Wir wissen, sie steht genau hinter euch. Wir blenden da jetzt auch nichts ein, weil, wie gesagt, ich weiß auch gar nicht, man sieht es eh nicht viel. Man sieht nur halt den Schornstein. Und wir werden auch nicht, wie sie rausfährt, weil eine MST, wissen wir, könnte es 22, 23 Uhr werden. So, das war's. Außerdem werdet ihr heute nicht mehr fahren. So, das war's erstmal für dieses und wir melden uns auf jeden Fall, wenn die Queen Mary 2 abhaut. Das wird dann nämlich unser Abschied sein aus Hamburg. Wir wissen jetzt schon mal, wir kommen wieder. Wir wollen noch ein paar Sachen uns anschauen, da werden wir euch auch wieder mitnehmen. Und jetzt machen wir für uns einen kleinen Break und dann hoffen wir, dass wir sehen, wie die Queen Mary Bye-Bye sagt, genau wie wir dann Bye-Bye sagen werden. Ne? Genau. Thank you.
Ihr konntet es sehen. Wir konnten es auch sehen. Es war schön. Genau. 7:50. Der Brite ist zu spät. Etwas. Aber stört uns nicht. Wir konnten somit auf jeden Fall den Auslauf von Queen Mary 2 hier genießen. Hier in Finkenwerder. Waren nicht alleine. Haben einige natürlich zugeguckt. Ja, Grün, ich denke, das ist auch normal. In Gründeich, ne? Werden auch einige 100 pro stehen. Und dort wieder die Queen Mary verabschieden. Für uns heißt das jetzt noch 2,5 Stunden, naja, ungefähr 2,5 Stunden, bis wir zu Hause sind. Also richtig spät heute, aber ja, wir wollten das einfach mal genießen. Hat sich aber gelohnt, also das auf jeden Fall. Und morgen müssen wir wieder arbeiten. Genau, deshalb war es das. Das war unterwegs in Hamburg, unsere Perle im Norden Teil 2. Ja, vielleicht war das auch ein bisschen längerer Teil, das wissen wir heute Stand jetzt noch nicht. Das werden wir im Schnitt mitbekommen. Auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir kommen auf jeden Fall wieder. Wir haben noch einiges in Hamburg zu erleben. Wir wollen euch auch noch was zeigen. Ein paar schöne Parks. Es gibt hier ein paar sehr schöne Parks. Noch. Genau, vielleicht sind wir auch zu den Hamburger Cruise Days dabei. Das wissen wir natürlich noch nicht. Mal. Kommt drauf an, ob es stattfindet und wann es genau dann ist. Auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne ein Like da lassen. Abonniert unseren Kanal. Instagram, da seht ihr immer ganz aktuell, wo wir gerade sind. Genau, kommentiert auch gern das Video, also schreibt eure Empfindungen und so weiter. Und vielleicht ob ihr vielleicht auch schon Queen Mary schon mal gesehen habt. Und vielleicht habt ihr noch Tipps in Hamburg, die wir noch gar nicht kennen, ja, wo man sagen gerne. Kann, immer rein wo in die man Kommentare. Mal hinfahren sollte. Ne? Das hilft also, ja auch anderen. Ne? Genau, und dann Facebook könnt ihr natürlich auch uns abonnieren, weil dann seht ihr das auch da, wo wir sind. Ja, und dann würde ich sagen, war es das. Habt eine schöne Zeit. Bleibt gesund und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.